Tja, hi, 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 einen wunderschönen guten Tag hier bei uns auf dem Kanal. Mein Name ist Steve, ich begrüße dich hier herzlich zu Dark Fracture. Tja, Dark Fracture ist eine hier im Prolog sich präsentierende Early Access Version für ein Spiel. Sieht sehr gut aus, ich habe viele gute Sachen darüber gehört. Ich würde heute gerne mal durch reinschauen. Dann würde ich mal sagen, let's do's. Ja, alles klar, wir müssen es mit einmal durchhämmern. Ansonsten geht jeglicher Fortschritt verloren. Ja, willkommen bei Dark Knights, ja, der neue, quasi, wir sind der neue Batman. Theodor! Aha, das ist ein neues Spiel von Christopher Nolan. Okay, ach du Scheiße. Aha. Oh, nee, Alter. Schön. Können wir crouchen? Nee. Die schöne Verteilerdose. 3 Euro. Bei Bauhaus. So. Was ist denn? Ach, okay. Das sieht alles muchtig aus hier, ey. Okay. So, er will eine rauchen. Also checken wir. Ein paar Painkillers. Amantine. I'm fine. Okay. Ach, und schön langsam alle hier. Oh, hier, was haben wir hier? Tja. Ich weiß gar nicht, wo sind wir jetzt hier überhaupt? Ah, auch Latte. Sind unsere Kippen. Oh, grusel Babyfoto. Oh, ja, ist der Baby gerade. This is the last word of James that I took. It brings up so many memories I really miss him. Ja, da ist er gerade anscheinend. Entweder waren wir ein bisschen zittrig mit der Hand oder er ist gerade an der Kamera vorbei. Also so Babyblitzerbild. So, ja. Okay, scheinbar ist unser. Entweder sind wir geschieden oder Schlimmeres, wir haben unseren Sohn verloren. Was ist das hier? Ein Schlüssel. Den nehmen wir mal mit. The office key. Where's my lighter? Das ist also a draw or interactive. Some of these are locked and can only be opened by a specific key. Or don't draw how to use the key. Alles klar. Und
So, wir haben uns also selber eingeschlossen. It's a little dark in here. Maybe I should turn the lights on. Ja. Scheinbar sind wir Pathologe oder irgend sowas in einem, keine Ahnung, völlig runtergeranzten Kohlenkeller. Wenn ich mir diese Wände angucke, also das ist doch... Wo ist Atlantic Ocean? Wo sind wir hier? Brunswick, Portland. Portland. Tja. Ja, natürlich flackert es auch. Leute, Alter, wer arbeitet denn hier, ey? Schlüssel. Zetitum. Ah, the key to my locker. It's an old rusty, but I'll always wonder how many people have held it before me. Yeah. My locker key. I'm gonna slide it in on my office keychain. Dope. So, na, okay, hier kann man nichts mitnehmen. Okay. Ja, wir haben anscheinend so eine Wahnsinnigkeitsskala. Umso mehr die abnimmt, umso durchgeknallter werden wir. So, das möchte ich aber nicht. Wie schalte ich denn durch da unten? Ah, okay, alles klar. So, er will sein Leiter. Das haben wir gefunden. Leiter is used as a secondary source of light. You have a limited amount of fluid in your lighter, so use it wisely. It may be temporarily affected by environmental factors and other events. Press 1 to equip or unequip your lighter. Okay, alles klar. Oh crap. I almost forgot about the pill. Klar, ich habe nein, da war doch gerade eine Tablette. Nimm die. Nimm mir erstmal den Schlüssel. Warum nimmt er den nicht? Ich könnte einen Schiffzeiger, keiner Ding. Oh, echt, ja. Better do it the way they asked. Because with all these cameras around, it feels like they're watching my every move. Mm-hmm. Nö, super. Total schon. Richtig schon hier. Ganz hätte ich denn was set. Fandet ihr halt ein Shoulders oder was? Kannst du dich denn direkt quasi neben den Leichen waschen lassen? Super, toll. Ganz klasse. Ach komm, Alter. Ja, man hört immer mehr von randalierenden Pathologen irgendwie, die einfach grundunzufrieden mit ihrer Gesamtsituation sind. Ach, Kinder, nee. Oh Gott, oh, jawohl. Natürlich muss alles noch bescheiße beschmiert sein. Was ist denn, ey, ist das schlimm? Oh.
als Bauer. Ach. Also, jetzt mal ohne Scheiß, Alter. Das ist ja schlimmer als jedes Bahnhofsklo. Ja? Und normalerweise, wie viele Pathologen arbeiten hier? Fünf? Sechs? Knipp, knipp. So, jawoll. Na dann, greifen wir uns mal unsere Tablette ein. Many random paranormal events will occur throughout Dark Fracture. Your sanity will be strained by such events. Your action will also affect your sanity. Try to preserve it to get to the game. Push it to low and you may not make it. Okay. Alles klar. Also. Okay, got this over with. Finally head to the storeroom for a smoke. Was ist denn hier los? Hier ist hier eine Toilette. Was ist denn hier? Ach. Oh, Alter. Oh, nee. Ist doch. Selbst an die Decke. Leute, was ist denn? Was. Oh, nee. Er ist hier Putzfrau. Ja? Leben am Limit. Oh Gott. Ey, überall ist Scheiße. Wieso? Wer macht denn sowas? So, ich soll in mein Office, glaube ich. Na? Ich das verstanden habe. Was ich denn hier? Kann ich hier? Ne? So, was kann man denn hier noch machen? Akten über Akten. Auch einfach die Akten auch noch so oben drauf gelegt. Klar, macht man auch. Da sind doch die Kippen, Alter. Greif doch zu. Sind das nicht deine Zigaretten? Martardo. Okay. Oh, schön. Wunderbar. Ja, schade. Also auf der einen Seite erzählt er doch die ganze Zeit hier, er will eine rauchen. Was ich auch nicht verstehe, ist, also ich habe jetzt dieses Journal. Kann aber nicht wirklich was damit anfangen. Oh. The candles burn. Willkommen in erste FM-Seance, dein Radiosender beim Kontakt zur anderen Welt. Wow! Okay, Radio geht also von alleine mal ganz gerne an. Okay. Hallo! Finished a shift before anyone leaving here. Ja, na klar, natürlich. Du bist groß am Durchdrehen. Das sieht hier alles aus wie in irgendeinem verkackten Gulag irgendwie. Aber du machst erstmal deine Schicht zu Ende. Na logisch. Ganz klare Sache. It's jammed. Mhm.
Hello there. Was ist denn das? Aha, okay. Hier kommen wir noch nicht rein in der Early. It's locked. Aha. So, wir sind also internationaler Tabletthersteller hier. Nebenbei. Was haben wir hier? Ach, geht mal hier. Können wir noch schnell in Ruhe. Hey, where the hell are my cigarettes? Seriously? I left the cigarettes behind in the office? Fuck. Die kippten ja gerade schon im Spind gefunden. Alter. Ist doch nicht wahr. Jetzt laufe ich wieder zurück. Movable objects. Many objects in the game are interactive and some can be moved around. Okay. Na gut. Ja, ich denke ja, das sieht aber schön aus. Oh! Oh, die Wichser, Alter. Oh, jetzt haben sie mich aber schön gekriegt. Oh, Penner, ey. Ja, nimm mit. Jetzt so mitnehmen? Guck mal erstmal, was jetzt hier so. Das war doch Robbie Williams. Habt ihr gesehen? In seinem Fleischkostüm. So, gut. Achso, okay. Probably an important call. Na klar, ich drehe langsam durch, aber hoffentlich kommt ein wichtiger Anruf für mich im Office. Shit, missed the call. I should probably get back to work. Ja, was ist denn seine Arbeit? Hier. Nimmst du die Kippen jetzt mit, oder was? Nein, will er immer noch nicht. Will er immer noch nicht. So, ich habe jetzt also so einen blöden Griff gefunden. Okay. Ah, so, hier, ja, schöner Fahrstuhl, Freunde. Hm? Was ist hier los? I'm required to move both trolleys out of the room before opening the freezers. Okay. Aha. Okay. Now for the second trolley. Bleib da. Ich finde das Werk sehr hervorragend gemacht. Ach, warte mal, ich wick mal vielleicht ein bisschen. Schiebe ich mal ein bisschen weiter weg. So, krieg ich nämlich. Do. Hier runter? Was ist los jetzt hier? Light up und light up. Ja, yes. Was soll ich jetzt machen? Hä? Warte mal, tap auf. Leiter ist da voll. Was hat er denn? Tja, Arzeig, ich weiß nicht, was du willst jetzt hier von mir. Okay, also kann ich hier noch nicht. Ich stehe irgendwo eine Tablette rum? Nö. Nimmst du den jetzt mit? Nee. Alter, du musst doch schon merken, dass hier irgendwas echt scheiße läuft. Ach, ey. Schöne Portemonnaie. Wunderbar. Aha. Chips. Antrax. Schön. Spray and wipe.
Geil. Ja, damit mache ich auch ganz gerne mal meine Küche sauber. Mit Anthrax. Ja, jetzt geht's wieder hier damit. Muss ich jetzt wirklich... Na, guck mal, jetzt geht's. Ja. Jetzt haben wir die zweite Liege. Und dann können wir unten Freezer aufmachen. Na, was ist denn da los? Nimm die mit. Echt jetzt? Ist doch nicht dein Ernst. Den Rotator. So, sehr schön. This is done. I can go check the occupied freezers. So, gut, also jetzt gucken wir uns. Tatsächlich weiß ich jetzt ehrlich gesagt ja nicht, wen ich nicht mehr angucken muss. Wurde schon irgendwo gesagt? Box war oder so. Aber gut. Shutter clicking away, but where's it coming from? Oh, nee, bitte nicht.
Ach Gott, ey, kasse sowas. Oh nein. Boah, was ist denn hier passiert? Scheiße. Das ist ein schöner Besteckkasten. Wunderbar. Mann, 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 Mann. Das sieht alles nicht gut aus. Das sieht alles nicht gut aus. So, dann werden wir mal diese desaströsen sanitären Zustände hier mal festhalten. Ekelhaft. Wir gehen jetzt hier durch hier, oder? So. Streiche mich. Kaum in den Kopf. Okay, laut seiner Aussage geht das Notlicht.
ganz kurz mal auf Toilette gehen irgendwie. Vielleicht geht er einfach bloß ans, oder muss er einfach nur ans Waschbecken, um eine Tablette zu nehmen, aber... Nö. 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 Cabinet in the office, ja. In the cabinet in the office. Ja. Take. Ah, okay, gut. Thank God. I really need my medication. So. Gut, dann sehen wir jetzt erstmal, wir haben ein bisschen klarere Bilder. Jetzt willst du den Chasing nehmen, ja? Jetzt. Also. Oh. Also ein bisschen ist es schon ein bisschen strange, das Spiel. Also. Fünfmal. Jetzt ist er weg, oder was? What? Where is the key? I saw it here earlier. Was ist denn das jetzt? Take it. Okay. So at least I found the key. I'm getting out of this fucked up place right now. Okay, wir können also nicht raus, weil die Tür wurde zugesilent-hilled. Looks like blood. It's still wet. What on earth is going on? Eine Blutspur. Drehrädchen benutzen dürfen. Take it.
blöde Idee. Hast du recht. Mit dem Knochen. Ja, geht dran vorbei. Noch mehr Knochen. Dadurch. Ja, thanks for the playing Dark Fracture Prologue. Your gameplay time 38 Minuten. Ich weiß ja nicht, was ich jetzt zu diesem Spiel sagen soll, oder dieses Prolog irgendwie. Also, ja, Also, es sah erstmal sehr schön aus. Wirklich, es sah sehr schön aus. Es hat aber überhaupt keine Substanz gehabt irgendwie. Also, als wenn sie dich einfach nur von ihm hole das, nimm das. Und was ich total blöd finde, ist, wenn ich einen Schlüssel sehe, würde ich ihn nehmen und nicht erst irgendwie 5 andere Events irgendwie triggern, um den Schlüssel nehmen zu können. Also das, also ja, ich bin recht sprachlos. Also es sah toll aus, wirklich, muss man ganz ehrlich sagen, irgendwie. Ich fand auch die Synchronisierung von unserer Figur sehr cool. Und aber es wirkte zu sehr bemüht jetzt an sich irgendwie, oh komm, wir machen mal was ganz Gruseliges und lassen das alle total eklig aussehen und also komm, jetzt mal ohne Scheiß, die Klos in einer normalen Pathologie? Naja, gut, okay. Also ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt irgendwie. Mich hat es für 38 Minuten unterhalten. Ich denke darüber hinaus, weiß ich jetzt nicht, ob jetzt da ein komplettes Spiel mal überhaupt mal kommen wird oder so. Schmeckt auch so ein bisschen so nach so einer 3 Kumpels setzen sich zusammen und sagen, komm, wir programmieren mal ein Spiel irgendwie. Wobei das wirklich schon dafür, wenn es wirklich so ist, schon recht cool ist, irgendwie was bei rausgekommen ist. Wie gesagt, ich fand's so auf einer Skala von Schulnote, sag ich mal, ist es 3- für mich gewesen irgendwie. Ja, vielleicht hat es euch besser gefallen irgendwie. Schreibt es am besten mal in die Kommentare, wie ihr es fandet. Und dann sehen wir uns für das nächste Game auf dem Kanal. Bis dann. Bye, bye.